Hallo und willkommen! Es ist wieder Zeit für ein Avernum-Spiel. Avernum 3 Ruined World. Bevor es aber hier mit dem ausschließlich auf Englisch verfügbaren Spiel auf Deutsch weitergeht, möchte ich zunächst auch noch den einen oder anderen englischsprachigen Zuschauer begrüßen. Daher, welcome also to the English viewers of this Let's Play. This is indeed a Let's Play in German language, but if you decide to watch it anyways, even if you don't understand a word, then welcome and feel free to leave a comment, also in English if you like. So, und damit zurück auf Deutsch, soweit das denn hier möglich ist. Ich habe hier von Spiderweb einen kostenlosen, ich sag's mal in Anführungszeichen, Presse-Key bekommen und bin das jetzt auch schon vor Release am Aufzeichnen. Der Release ist aber jetzt hier am gleichen Tag, wo ich das Video veröffentlichen werde, am 31. Januar und ja, ist natürlich der, wie man sich an der 3 schon denken kann, der Nachfolger von Avernum 2. Allerdings ist die ganze Geschichte mit den Avernum-Spielen halt ein bisschen komplizierter, weil die Avernum-Teile ja eigentlich, also die neuen, Avernum Escape from the Pit, Avernum 2 Crystal Souls und jetzt Avernum 3 Ruined World, Remakes sind von alten Avernum-Spielen und ja, es gibt halt insgesamt drei, das ist die dritte Iteration, die Avernum 3 hat es auf Steam sogar schon gegeben, also das gleiche Spiel in älter, nicht, dass die Grafik jetzt hier gut aussehen würde, aber ja, hat es halt in kleinerer Version da schon gegeben und bei Spiderweb auf der Webseite gibt es, glaube ich, noch eine ältere Version, die irgendwann aus den 90ern stammen dürfte. Ja, der macht halt mit jeder Version, jeder Iteration von den Spielen halt ein paar Sachen besser, Interface besser, zusätzliche Quests und so weiter. Und ja, ich habe mir auch nochmal den Anfang jetzt von Avernum 2 angeguckt, damit ich da schneller wieder hier reinfinde, weil ich mich für Avernum 2 ja auch so ein bisschen ja, informiert hatte. Das ist auch mal so hier wie am Anfang vom Internet mit diesen Java-Effekten hier mit der Maus. Wir starten also, wir können erstmal kurz in die Optionen gucken. Wir haben Walk Animations, Animated Slower, ja, okay. Scrolling Speed, A Warning Before Pausing Combat, ja. Arrow Keys, Move Party, Scroll Terrain View, nochmal das. Auto Scroll Terrain While Walk Off. Achso, und dieses Mal werde ich wieder alles vorlesen und ich werde im Hintergrund, weil das Spiel im Spiel keine Musik hat, das ist auch hier schon etwas seltsam, im Titelscreen hat das einmal laute Musik und dann wird es super leise, wie jetzt im Hintergrund. Die Soundeffekte sind trotzdem super laut, das habe ich jetzt ein bisschen runtergeregelt und ich hoffe, dass die Soundeffekte gleich normal erträglich sind. Party... Achso, ja, genau. Die Musik, die ich im Hintergrund laufen haben werde, ist von Incompetech. Das ist Royalty-Free Music, die halt jeder verwenden kann. Und dazu hatte ich mir für Avernum 2 oder für Avadon hatte ich mir da schon Hintergrundmusik mal zusammengestellt. Und die werde ich jetzt wieder verwenden. Ja, also Resolution Windows Size habe ich halt jetzt hier, klar, passend bei mir auch eingestellt auf 1080p. Graphics Extra Details. Ja, noch detaillierter das Spiel, aber gut, das macht jetzt da auch keinen großen Unterschied. Dann haben wir hier Large, Normal, Small. Wir machen einfach mal Large. Game Text Size Large, damit man das hier im Video vielleicht besser sehen kann. Vor allen Dingen, wenn ihr jetzt einen höher auflösenden, ja, das, weiß nicht, auf einen, eventuell, je nachdem, wie das Screen gestellt ist, dann wird das eventuell schlecht zu lesen sein. Daher mache ich das einfach mal auf Larger. Sound Volume, ja, ist jetzt auf Normal, kann man auf leise setzen, aber dann ist auch nicht besonders, gut gelöst, ja, hat man halt leider keinen Slider und Background Sounds on. Ja, und dann haben wir Instructions. Da kann man sich jetzt handbuchmäßig alles durchlesen, das brauchen wir aber nicht. Dann haben wir den Character Editor. Ich glaube, das ist aber so eine Art Cheat-Ding da. Da bin ich mir gar nicht so sicher. Weiß ich gar nicht, was passiert, wenn ich da draufklicke. You can use the character editor while you are playing the game. Before you can do this, you need to activate it here. Are you sure that you want to turn on the character editor? Press the cancel button if you want to resist the temptation. Ja, das wollen wir natürlich nicht.
Also so eine Art Cheat-Engine. Und ja, dann machen wir hier ein neues Spiel und basteln unsere Charaktere zusammen. Von der Story gerade, wer jetzt die alten Avernum-Spiele nicht gespielt hat, der wird hier natürlich dann jetzt direkt gespoilert werden, was da passiert. Also, naja. Also in Avernum 1, das wird auch alles gleich im Intro eigentlich gezeigt, aber nur mal ganz grob. In Avernum 1 wird halt eine Untergrundhöhle eingeführt und da wird man dann landet man als Gefangener. Und im Obergrund ist halt ein böses Regime und das wird im zweiten Teil gestürzt. Und jetzt kommen wir quasi an die Oberfläche, glaube ich, und finden dort quasi die Welt im Chaos vor. Und ja, wir starten jetzt hier, basteln uns unsere Gruppe. Welcome to Avernum. Avernum 3 is a fantasy role-playing game. We will control a band of wandering adventurers, meeting strange people, fighting monsters and trying to survive. Select the sort of characters you would like to play. If you aren't sure, just take the party that's already been created for you. When you're ready, press the OK button. Naja, wir bauen das natürlich um. Hier kann man ja das Bildchen aussuchen. Ich mache mir hier wieder eine, wie bei dem letzten Teil auch, mache ich hier eine, weil ich mich hier gerne so ein bisschen an das Outfit auch orientiere, was da ganz vernünftig aussieht und was nicht. Das ist natürlich hier so der Bikini-Tank. Ist halt ein bisschen albern eigentlich. Ich mache das hier als Tank. Und die Dame heißt jetzt nicht Aldous, sondern wieder Celandra. Und dann können wir. Ach so, die Rassen. Da haben wir die Humans, bekommen alle 4 Level einen Bonus-Trait, so einen Talentpunkt quasi. Die Nephal 10% Missile-Damage und die Celeste 10% Speer-Damage und Fire-Resistance. Das von den Humans ist deutlich besser als das andere. Das war vorher auch schon so und haben sie leider nicht geändert. Ist halt so. Ich werde aber trotzdem nicht jetzt eine Gruppe mit 4 Humans machen, sondern jede Rasse quasi einmal in der Gruppe haben. Ich weiß auch nicht, ob da im Spiel Events drauf eingehen. Ich meine, das wäre in der Vergangenheit so gewesen, aber weiß ich jetzt nicht genau. Dann haben wir hier New Character Type. Da können wir jetzt quasi eine vordefinierte Klasse so sammeln oder wir nehmen Custom. Und damit können wir dann direkt zum Spielbeginn die Talentpunkte selber verteilen. Also hier machen wir erstmal einen Tank. Dann machen wir als zweites den nennen wir auch wieder so wie beim letzten Mal Zorkas. So. Da können wir auch das Bildchen einstellen. Ja, das ist okay. Und da machen wir Character Type auch Custom. Das hier wird dann mein Melee Damage Dealer. Dann bauen wir hier einen Priest. Ja, nehmen wir mal. Ah, nehmen wir den. Change Name. Horum bleibt. Dann machen wir hier auch New Character Type, Custom, 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 Custom. Und dann haben wir einen Magier, die wird heißen Chanaria. Und da muss ich auch mal gucken, was für Bildchen wir haben. Ja, ich glaube, da bleibe ich wieder bei der mit dem Grünen. Damit sind die halt auch von dem Outfits am einfachsten differenzierbar, statt dass ich da jetzt die habe, dass die gleich aussehen. So kann man halt direkt sehen, ja, das ist der Magier. Der hat halt so seine braunen Sachen an, wie ein Priester das halt, wenn man sich das so denkt, hat. Der hat seine Weste, sieht halt so ein bisschen schurkenmäßig aus, so Piraten, Buccaneer, irgendwas. Und ja. Ach so, da müssen wir. Shit. Da müssen wir noch die. Ne. Die Klasse einstellen. Custom. So, und damit geht's los. Und dann haben wir jetzt erstmal das Intro.
Wir spielen natürlich auf Torment. You can also change the difficulty later on in the game. Das werden wir aber natürlich nicht machen. Torment! Nur die Harten kommen in den Garten. The ultimate challenge for the warriors of Avernum. You will need to use every trick and fully utilize every ability to defeat the nasty enemies arrayed against you. Your spells and abilities can damage your own characters. Natürlich. So, damit kommt jetzt die Hintergrundgeschichte. Legends tell that Avernum is the gateway to the underworld, from which the dead never return. Avernum is also a real place. It is many miles of caves and tunnels, far below the world's surface. The Empire rules the surface totally. When they discovered Avernum, they had the perfect use for it. A prison! What is this place? Everyone who didn't fit in. The rebels. The antisocial. Those with incorrect opinions. They were teleported into Avernum forever. The Evernights built subterranean cities. They learned to fight. They studied magic. They built their strength. And when they were ready, they got their revenge. The Archmage Erika made her own teleporter. Emperor Hawthorne ruled the Empire. He was brilliant and ruthless and utterly despised. What? Ugh. Oh dear. Vladimir? Yes, Garzad? It is time to deal with Avernum. Yes, Garzad. Avernum struck down the Emperor. 4 years later, the Empire invaded. Destroy them! Avernum was outgunned and outnumbered. The Empire was thought lost until Avernum found an ally. The alien Vanatai joined you. Where are they? Retreat! Your new allies from the deep underworld turned the tide. The Empire was expelled. Now what, Erika? Now we escape. Avernum won the Empire War. 5 years passed, nothing was heard from the Empire. The Evernights decided that it was time to return to the surface. They built a magical portal and established Upper Avernum new cities and tunnels just below the surface. They then selected someone to explore the surface for the first time. You. Und da sind wir direkt rüber gezoomt. So. Ja, und damit sind wir jetzt im Spiel. This is a tutorial to help you to get started. First, you need to learn how to move around. Select a spot on the ground to walk there. Tip, tip. Your year of tedious service in the Evernight Army has finally paid off. You have been chosen. Achso, jetzt kann ich Musik anmachen. So. You have been chosen on every short on very short notice to join unspecified services and travel to the surface. The surface out in the sun. You had never dared dream of it. First, however, you must complete your final training and testing. Happily, some equipment has been left for you. 2 crude helms of thick lizard skin wait for you on the table nearby. You should take advantage of them before you move on. Mm-hmm. Send near helmets on the table, then press this button or type G to get them. Habe ich nicht? Das war Spell. This character can't cast any spells. Ich dachte, das hätte ich auf die Maustaste gelegt. Naja, ist wahrscheinlich auf das Spiel
gedingst. Muss ich fürs nächste Mal umstellen. On ground. Ja, da haben wir jetzt Helmis. Nehmen wir mit. Dann sollte man die vielleicht auch noch anziehen. Also, geht. Naja. Now that you have the helmet, click here to have your character equip it. You should get helmets for your group. Click on the portraits to the upper left to switch to other characters. Get all of the helmets. Dann kommt der noch ein Helm. Zack. Okay. Jetzt muss ich mal gerade gucken, wie das mit dem Speichern ist. Save Game. Zack. Game saved. Gab's ein Quick Save? Das war anscheinend nicht Quick Save. Keyboard Shortcuts. Quick Item, bla 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 bla. Save Quit Window. Ne, wir wollen ein Quick Save. F3. Wer macht denn Quick Save auf F3? So gehört sich das. So, Open Close Inventory. Ah, da ist anscheinend eine andere Maustaste drauf. Dann machen wir. Naja, M ist zwar eigentlich ein bisschen dumm. Gab's denn was für eine Karte? World Map ist W. Mhm. Aha. The crossed weapons mark your group's location. Select a map to switch maps. Okay. Naja gut, da werden wir noch mit in Kontakt kommen. Das kann ich jedenfalls... Naja, das hat ja nicht so gut funktioniert. Keyboard Shortcuts. Habe ich da jetzt zwei Tasten drauf liegen oder was? Ah ja, tatsächlich. Mage Spell. Mage Spell und Priest Spell. Okay, ist ja auch ein bisschen seltsam gehalten. Dann machen wir mal. Ja, weiß ich noch nicht. Mage und B und N. Aber muss ich mal gucken, dass ich das zum nächsten Teil mir was Gescheites ausdenke und meine Maus ein bisschen umlege. Okay, ja, dann machen wir hier weiter. Welcome, bla bla bla, nichts Neues. Okay. Ach, und das muss ich aber gerade auch noch ändern. Das hier ist jetzt auch noch auf F5. Or press K, escape to have no shortcut. So, quick save done. The lizard skin helm is crude and dirty, but it might deflect one of the Empire's weapons. If you are very lucky, you eagerly look at the door to the north. Time for your elite training. Ja, und bevor wir unser Elite-Training machen, machen wir erstmal unser Charakter-Setup. You gain levels by completing quests and defeating foes. When you gain a level, you gain skill points. You can spend skill points to improve your skills. Press the plus button to increase your base statistics, strength, dexterity, etc. Then select the skills to the right you wish to increase. Ja, Stärke, a muscular UI improves your chance to hit and damage with melee weapons, enables you to wear heavier armor without being encumbered. Having more of this skill is of great benefit to warriors. Da machen wir einen Punkt rein und zwei Punkte in Endurance, weil das hier dann der Tank werden soll. Und entsprechend werden wir hier auch auf, wir haben fünf Punkte und wir werden dann entsprechend auf Einhandwaffe und Schild gehen. Melee Weapons. Your skill in the use of bladed melee weapons, daggers and swords in combat increases both damage done and hit and your chance to hit 1% per level also makes more battle disciplines available. Ja. Ich glaube, ach, da könnten wir theoretisch direkt hochgehen. Hardiness acts like natural armor. Each level of hardiness reduces damage you take from all sources, even magic, poison and acid. Das hier ist Blade Maker.
makes you far more effective with all blade and pole weapons. Each level increases damage by 3% and chance to hit by 1%. Also helps you recover from fatigue more quickly. Both damage done and your chance to hit. Damage and chance to hit by 1%. Also sollte man das immer mitsteigern mit dem. Na gut, das hier ist noch Disciplines. Dann haben wir, grants the character a 3% per level chance to reduce the damage from a melee or missile attack. Dann haben wir Quick Action, helps you to act more quickly in combat. In addition to each level, makes fatigue from your battle disciplines fade 5% faster. Ja, das hier ist quasi die Kampflinie und das hier ist die Verteidigungslinie. Your skill in the use of bows in combat increases both the damage done and chance to hit 1% per level. Also makes more battle disciplines available. Na, vielleicht sollte ich den dann auf Fernkampf setzen, statt auf Nahkampf. Full with a melee weapon skill, this skill gives you a 3%. Ach, da kann man rüber von hier. Gives remarkable speed with missile weapons, gives 5%. Naja, dual wield. Also, das hier ist schon auch auf Dings ausgelegt. Combat. Far more damage, ja. Also, das ist. Gymnastics makes you far lighter on your feet. Each level of this skill gives a 2% chance of evading enemy attacks and 10% chance. Starting combat rounds with a bonus action point. Ja gut, also den Tank, den werden wir jetzt noch hier auf Verteidigung setzen. Chance to turn a melee attack back on your foe that is swinging at you. Das ist erstmal nicht so wichtig. Wir wollen ja hauptsächlich überleben. Und deshalb packe ich da jetzt die Punkte rein. So, und wir wollen jetzt hier... Ja gut, das hier sind so ziemlich uninteressante Sachen mit... ja, 1 erhöhen, das ist ja nicht so spannend. Es gibt aber auch ein paar Mighty Blows, Nimble Fingers, Backstab, genau sowas wie Backstab, was halt deutlich interessanter ist. Aber Good Health beispielsweise auch. Dead Eye, Challenger und die Sachen kann man öfter teilweise verbessern. Wir wollen natürlich einen Challenger haben. Will anger and draw all attacks from all nearby foes. Extra levels increase the power of the draw. Dafür brauchen wir aber Level 5. Ich weiß es gar nicht, ob es da Sachen gibt. Ja, die brauchen halt ein Standard-Level, aber es gibt keine Skill-Voraussetzungen dafür. Gut, ja, machen wir back Good Health. Und... Das war das mit dem Charakter. Dann nehmen wir den nächsten. Dexterity improves the chance to hit and damage with missile weapons. Achso, wir haben... Ja, genau, wir haben hier den Dings... Dings-Klasse. Die hatten, glaube ich, den Bonus auf Speer. Weiß ich gar nicht, ob ich das jetzt nochmal einsehen kann. About Avernum. Party Creation Screen. Skills and Levels, Statistics. Ich glaube, das kann ich jetzt gar nicht mehr einsehen, was die Besonderheit der Charaktere ist. Die Besonderheit der Rassen. Ein bisschen dumm. Ja. Ich meine, dass das. Moment, ich gucke jetzt hier mal gerade nach. Avernum 2. Da nur. Weil ich da ja auch darüber gehovert habe. Und dann kann ich das hier. Genau, Moment. Ich bin top vorbereitet. So, also Human get the bonus trait every 4 levels. Nephil 10% to missile damage and cold resistance. Und Slith to Sp-
Spear Damage and Fire Resistance. Jetzt bin ich mir aber nicht ganz sicher. Ach, das ist auf jeden Fall Speerwaffen. Okay. Increases both damage done and your chance to hit. Ja, dann nehmen wir. Achso, wir müssen erstmal hier. Jetzt weiß ich aber nicht, wie das mit den Speeren aussieht. Enables you to wear heavier armor without being encumbered. Having more of the skills, great benefit to warriors. Archers are aided by this skill. Also wir brauchen dann Stärke. Machen wir 1 Endurance, 2 Stärke und packen jetzt hier die. Hier mit dem wollen wir dann entsprechend Schaden machen. Also werde ich hier, ich sag mal, diese Schadenslinie hochnehmen. Helps you to act more quickly in combat. In addition to each level makes fatigue from your battle disciplines paid 5% faster. Und when attacking a foe with a melee or missile weapon, this skill gives you a 3% level chance, per level chance of doing far more damage. Also machen wir das so und dann bauen wir da quasi von unten nach oben auf. Ja, und die rechte Seite, die lassen wir dann wohl außen vor. Das wird das. Next much more effective with missile weapons. Ja, alles missile weapons. Ja, dann machen wir das hier so. Da wird natürlich dann entsprechend Overlap sein, dass wir auch in die andere Seite rübergehen. Machen wir das. Und da nehmen wir dann Backstab. Each level increases by 5% the damage of your melee attacks on any foe that is next to one of your allies. Why would you ever attack someone from the front where they can see you when the back is so much easier? Wir müssten aber auch Nimble Fingers machen und ja, das haben wir. Ah, okay, das war auch Tool Use. How good you are at working with simple mechanical devices, for example picking locks and disarming traps. Multiple characters can combine their knowledge. Da kann man also ich könnte jetzt hier auch einen Punkt abzwacken. Und das mache ich auch direkt. Und pack hier einen in Tool Use rein. Andererseits, First Aid. At the end of the combat, this skill will restore some of your health and spell energy. The more opponents killed during the battle, the greater the effect. The more of this present in your party, the better. Weiß ich gar nicht mehr, ob das überhaupt einen Sinn hatte. Das hier war Luck. Helps you whenever something random happens around you, which is often. When your luck is high, everything will go better for your character. And Nature Lore helps you calm hostile monsters, forage for treasure and resist certain unpleasant magical effects. The more of this present in your party, the better the effects. Das ist eigentlich auch mal ganz interessant, wenn man diese Sachen stacken kann. Ja, dann machen wir hier ein Tool-Use. Wahrscheinlich ist es aber am besten, wenn ich das quasi auf die Charaktere aufsplitte und alle ein bisschen da reinsetzen. Das hier weiß ich nicht, wie sinnvoll das ist. Aber, ja. Ich denke, das würde schon Sinn machen, da. Ich weiß gar nicht, Moment, ob das einen Plus, also beides erfordert. Nur eins von beiden, okay. Ja, dann machen wir das so. Dann hätten wir den Charakter. Der hat halt jetzt hier. Hatte ich da nicht eben Backstab genommen? Improved Endure Nimble Fingers. Oder ist das jetzt hier irgendwo runtergerutscht und hatte eine Voraussetzung? Moment. Nehmen wir das wieder raus. Packen den da rein. Tatsächlich, das hat eine Voraussetzung. Ah ja, da sind auch Voraussetzungen. Must have at least 2 points in bow or thrown missiles.
At least 2 points in both throw missiles. At least 2 points in both throw missiles. Challenger. Okay, braucht das nicht. Riposte, ambidextrous. Dual Blade Mastery. Ja gut, dann nehmen wir halt hier die 2, damit wir den Backstab lernen können. Und fertig. Ja. Und dann haben wir unseren Priester. Und der wird entsprechend Intelligence brauchen. Machen wir 2 Intelligence, 1 Endurance. Damit die halt nicht alle sofort verenden. Und der wird jetzt hier auf Priest Spells gehen. Hier haben wir noch Arcane Lore. How familiar you are with magical lore. Used to decode magical inscriptions and spells. The more of this in your group, the better. Also helps to resist mental effects. Increases the effectiveness of all your spells by 2% per level. Ja, im Endeffekt macht der Unterschied halt, was man von diesen Anfangsdingern lernt. Priest Spells. Das sollten wir also auf mindestens 2 nehmen. Ich will aber auch mit den Tools jetzt verhältnismäßig schnell klarkommen. Also machen wir mit dem mal so ein bisschen was in Tool Use rein. Und Magical Lore. Increase the effectiveness of all your spells by 2%. Packen wir da einen Punkt rein. Energy Blessing. Increases your maximum spell energy by 5. Mental focus exercises have improved your memory and enabled you to cast more spells without confusion. Good health, elemental focus. Increase the effect of your mental damage spells. Healing focus. Der soll auf jeden Fall einen Healing Focus haben. Das soll ja mein Heiler werden. Und dann haben wir die gute. Und da sieht das dann ganz ähnlich aus. 2-1, Magic. Und die macht dann entsprechend hier Magie-Dingsters. Da machen wir Magical Lore. The ability to focus on your mind enables you to channel magic more effectively whenever you cast a spell. There is a chance that you won't spend all the spell energy you normally would. Naja. Ich glaube, das hier wird recht schnell noch sehr wichtig. Damit die nicht sofort drauf gehen. Higher the level of the skill, the more spells you can cast. Ja, die könnte jetzt theoretisch. Ja, machen wir da auch noch einen Punkt rein. Ich denke, das ist jetzt noch nicht nötig. Packen wir dann noch einen Punkt rein. So, und da kommt jetzt Elemental Focus. Da, die macht halt dann ordentlich Aua. Ich glaube, das hier ist, geht auch zu den Priests Skills. Also Elemental Focus. Und go. So, damit hätten wir die Skills eingestellt. Hat jetzt ein bisschen länger gedauert. Ja. Das hatten sie jetzt schon, ich glaube, in entweder in Avernum 2 oder dann in Avadon geändert, dass man das auch mit derselben Taste wieder schließen kann. When you travel up to the surface, you are likely to be attacked by hostile soldiers and beasts. Before you are allowed above, Avernum wants to make sure you can handle it. That is why just ahead several beasts have thoughtfully been left here for you. Once they are destroyed, Avernum will be confident in your abilities. You are about to enter combat mode. Once a battle has begun, to attack an enemy, select the space it is standing in. You will also get tips about spells and abilities you can use. How to attack. To attack this foe, bla bla, laufklicken, select the space it is standing in. You are now in combat. Characters will take turns moving and attacking. Each turn, you get a few action points. Everything you do, moving, using items, attacking, etc., costs action points. When you run out, your turn is over. To attack a foe, select the space it is standing in. The space your cursor is over will be tinted red. If there is an enemy in that space, it will glow. Genau, und wir haben insgesamt halt 8 Punkte. Theoretisch kann man halt mit 7 laufen und mit einem angreifen.
Der Punkt ist aber, dass, wenn ich jetzt hier hinlaufen würde, könnte ich halt nicht mehr angreifen. Wenn ich hier hinlaufen würde, könnte ich angreifen, wenn ich eine entsprechende Fernkampfwaffe hätte. Ich könnte, wenn jetzt einer vor mir stehen würde, würde ich auch angreifen, das würde aber 8 fressen. Ich glaube, 8 kostet einen Angriff. So, ich stelle jetzt deshalb den Charakter einfach dahin und dann. So. Jetzt weiß ich nicht, wie schnell die laufen. Sea Journal, Questlog, Get Items. Die haben jetzt auch überhaupt keine Spells, oder? Ah, doch. Die kriegen sie auch direkt. Ah, ja. Need a Priest Spells Skill of 3. Da sollte man es wohl doch auch recht schnell erhöhen. Aber wir haben auf jeden Fall den Miner Heal schon. Was hatten wir sonst? Mage Spell. Ja, nee, das war Priest Spell. Curing, Smite, Protection. Na, ah, der war jetzt ein bisschen daneben. Flip, flip, flip. You can use magic to destroy your foes. Why not try it? Press this button to cast a spell. Bolt of Fire. Call Beast. Summons a single beast to aid you in combat. An ally for 10 turns. Das machen wir. Oh, toll, der ist hinter mir rausgekommen. Schleim haben wir bekommen. So. Mage Spell, Priest Spell. Battle Discipline. Na, okay, das hätte ich mir auch mal draufsetzen sollen. Aren't high enough for you to use any Battle Disciplines. Ja. Okay. So. Dann hatte der denn? Nö. Okay. Ja, der kann jetzt da auch nicht so wahnsinnig viel machen. Der könnte smiten. Can't reach target. Dann gehen wir mal darüber. Smite. Tot. Wunderbar. Und ja, da sollte ich mir natürlich die Sachen mal da drauf ziehen. Jetzt weiß ich gar nicht, wie das ging. Ich glaube, man musste hier draufklicken und dann aussuchen. Genau. Bolt of Fire. Gehen wir. Ich will das wieder abbrechen. Gehen wir dahin. Enemy slows you. Ja, das kostet dann, glaube ich, 4 Punkte, wenn der Gegner daneben steht. Ouch. Poison and Acid. One of our characters has been afflicted with poison or acid. This will damage the character every turn until it fades away or is cured. The priest spell Curing can reduce the amount of poison or acid afflicting you. Curing potions and certain other items can also help. Ja, und dann hat unser beschworenes kleines Schleimwesen den umgebracht. So, besiegt und fertig mit dem Kampf. Jetzt bin ich nicht ganz sicher, wie das hier war mit den Hitpoints und so. Ob die sich wieder automatisch aufgefüllt hatten oder so. Ups. Since both of the subterranean horrors left for you have been squished, the gates of the north open. Agents from unspecified services hurry through, eager to throw you into a teleporter and send you to Upper Avernum. From there you will at last be able to step out into the surface. Ja, dummerweise. Moment. Das brechen wir mal gerade ab. Load saved game. Quick Save. So. Der macht nix. Der macht nix. Der muss gerade
hier drauf machen, damit die dann nicht wegstirbt. Cured. So. Ja. You were teleported up to Upper Avernum and sent to Fort Emergence just below the surface. You were told about life on the surface. This is what sunlight feels like. Ack, ack, it burns, it hurts. So watch out, it was terrifying. Your briefing was extensive. This is a tree. What? What is it for? And confusing. Sehr schön. At last you were declared ready. You're to go to see someone named Anaximander to get your orders and leave for the surface. All Avernum waits on you. They hunger for the sunlight. You carry the dreams of your people. Good luck. Flup. Okay. Da haben wir Krams. Eine Armor. Das hier ist Tunic. Armor 4%. Ich glaube, hier kann sogar jeder, genau, jeder Lederrüstung tragen. Deshalb ist das eigentlich ziemlich unnütz. Und das ist auch nichts wert. Okay. Dann haben wir hier Schuhe. Die können wir aber brauchen. Da. Und wir haben ein Javelin. Das ist aber kein Speer, sondern das ist eine Wurfwaffe. Oh Moment, das war falsch. Das geht darüber. Und dann haben wir Anaximander Note. When this item is in your pack, press the star button to read it. Aha. This is a simple map of the northern half of Third Emergence. On the back it says, pick up your supplies and come see me as soon as possible. Anaximander. Wir sind hier. Two caves. Side storeroom supplies for you here. Cool. Noch einen Trank. Ein bisschen Geld. Da haben wir noch eine Kiste. Bacon. Und eine Hose. Wir wollen ja nicht ohne Hose rausgehen. Naja, zumindest eine Hose. You step out of your quarters and into one of the many cavernous halls of Fort Emergence. The corridors are eerily quiet. Only a small fraction of the troops that will be stationed here have arrived yet. It's time to find Anaximander and get your orders. Happily, someone left a map on the table in your quarters. It will help you find Anaximander's office. Das können wir stehlen, aber die Hose, die können wir auch so mitnehmen. Ja, da müsste ich auch wieder ein System suchen, dass ich auf einem Charakter alles store, was... Also Heiltrank, ja gut, kann man... kriegt die diesen ganzen Questgedöns. Dann wird einer die ganzen Sachen bekommen... Ne, das mit dem Verkaufen war ja sowieso, dass man irgendwas drücken konnte, um das in Trash zu schicken. Genau, Steuerung, Mausklick, schickt das Ganze in den Trash. Also, hier war jetzt nichts auf dem Boden. Dice, aber nichts von. Okay. Pen and Ink. Okay, dafür brauchen wir Use Skill isn't high enough to pick. Difficulty 5. Ups, wir wollen damit bleiben. Gordon. Elisa ist really sick, was? Need directions?
You meet a young scrawny man with a short sandy brown hair. He is cleaning this meal hall occasionally, pausing to gnaw at a piece of venison jerky. Real meat, foraged from the surface. We don't have anything like this below. He nods respectfully as you join him. Greetings to you, adventurer. I am Gordon. Exactly what is it you do? Well, I am sort of the servant of the guest quarters. I sort of keep everything clean, prepare meals, that sort of thing. Why would the guests get their own servant? Well, when important guests such as yourselves come, they expect to be treated well, with as much luxury as we can summon. That sort of thing. Unfortunately, there's one problem. I'm an important guest. He looks at you as if you are terribly important. You're the most important guest we've had yet. Why? You're going to be one of the first explorers to seriously look around on the surface. He says, without irony, I really envy you. I suppose that I'm very fortunate. To go out on the surface and maybe even survive. What I would give to be you. Be sure to come back and tell me what it's like. I have another question. Gordon stops by the table to take a drink of proper surface ale. Delicious. Can I help you with anything else, adventurer? I am at your service. Do you know where I can find some supplies? Oh, that reminds me. I was supposed to tell you. There's a storeroom to the west south of Anaximander's office. There's a side room there with a bunch of stuff for you. Where can I find him? Leave the guest quarters and go across the main central cave to the west. The important people all have their offices in the northwest corner. That's all for now. Thanks. Das kann man nicht öffnen. Okay. Yep. You enter the Fort Emergence, a training hall. You can come here when you want to improve your adventuring skills. The trainer, Yanmito, is keeping in shape in the battle pit. Und da liegt ein Bogen. Sehr schön. Nicht, dass wir den brauchen können. Oder doch, Moment, den könnten wir. Crude Longbow. Achso, ne, der hat ja die Javelin. Ja. Und einen Speer, den brauchen wir. Speer, Gewicht, bla bla, Melee Attack. Ja, aber ich glaube, der ist... Ich glaube, der ist zweihändig. Was jetzt da gar nicht steht. Jedenfalls können wir das hier nicht nehmen. Ja. Dann können wir den auch verkaufen. Zack. Dann reden wir mal mit Yanmito. A young lithe woman moves gracefully in the center of the room, performing various martial exercises. A vicious curved sword is sheathed at her side. When you approach, she gives you a stiff bow. Apologies, just keeping in shape until more soldiers arrive for training. Welcome, I am Yanmito, the trainer of Fort Emergence. Who do you train? I am here to train elite soldiers, helping them perfect their skills for the most dangerous missions. I can also train others, she says, others with mild disdain. You can't help but guess her contempt is aimed at you. Do you have some problem with me? You work for unspecified services, do you not? I am not afraid to say I have little respect for you a lot. We are all fighting the same enemy. She spits. Unspecified services is a ragtag band of untrained adventurers, amateur spies and mixed hangers-on. We soldiers train hard and die for our cause. You wander around aimlessly and expect respect. And yet, King Mika gives the first contact with the service to you undisciplined lot. She spits again. King Mika is a wise ruler and I will not tolerate any insults of our sovereign. Of course, it is not to such as me to question the wisdom of my monarch. She pauses and thinks. Even if he's wrong. I would like basic training. Okay, damit können wir jetzt hier
Ach genau, ja, da hatten wir den Basis-Skill und können das ausbauen. Und ich glaube, da sollte ich mir die Trainer aufschreiben, welche ich wo finden kann. Trainer. Moment, dann muss ich mir hier einen Tab machen. Auf einem anderen Rechner, auf einem anderen Bildschirm habe ich halt wieder Excel auf, wo ich mir alles Mögliche notiere. Und Jan Mito, ja, Mito knows few very simple magical spells and can run you through the motions to cast them. You can pay money to improve each spell two times. Genau, also der hat Bolt of Fire, Call Beast, Cloak of Curses, Improve Days, Haste und Pool of Fire. Und der Typi, das sollte ich vielleicht auch noch dazu schreiben, Fort Emergence. So. Genau. Ja, da kann ich zwar jetzt theoretisch was verbessern, aber naja, da habe ich jetzt eigentlich kein Geld für. I would like advanced training. I am under orders to train you to the best of my ability, but only when I find you ready. You aren't yet. Go out onto the surface and prove yourself worthy of my aid. That's all for now. Thanks. I have another question. Moment. So, dann muss ich mal gerade husten. Jan Mito rests her hands lightly on the blade at her belt. Anything else? She seems to wish your conversation to come to an end. Okay, dann wohl nicht. Okay, dann gehen wir mal raus. Swish, swish. Da läuft eine Katze rum. You leave the guest quarters and begin your exploration of Fort Emergence. Everything is new and all of the construction was done very quickly. You hope that a ceiling doesn't collapse on you when getting breakfast. You work for unspecified services and your commander, Anaximander, is somewhere off to the west. The first step of a long journey. This might be a good time to save the game. To open the save window, press the disk button, type Command S or type F3 to quick save. Haha, F5. Gut, dann gehen wir noch hier in den nächsten Raum. These barracks are still pristinely clean and completely unused. No soldiers have been brought up to fill them yet, but it probably will happen soon. Okay. Autosave, done. Und du, Cat. Miau. Okay. Was haben wir hier? These barracks are incomplete. The floor and wall in the corner aren't yet done, and some of the furniture is still on the way. Soon, though, this chamber will be completed and filled with anxious Avernite soldiers. Ah, und einen leeren Schrank. Nächster leerer Schrank. Vielleicht finden wir hier noch was am Boden. Nö. Okay, dann. War das auch auf der Karte? Das sieht aber. Okay, das ist der Ausgang. Und wo sind wir jetzt hier? The sign says offices of the Majory. Violators will be towed. Was? Okay. You enter the main Fort Emergence Laboratory. Here, specimens from the surface world are brought to be carefully examined. Avernites have forgotten much about the flora and fauna of the surface, and it all needs to be relearned. In addition, alchemical herbs are being grown in long stone pots at the east end of the chamber. They are then made into potions to be given to soldiers stationed here, to aid them in case of an Empire attack. Nature, development and processing. Na gut.
Gut, ja, dann werde ich hier an der Stelle auch erstmal einen Schnitt machen und dann werden wir beim nächsten Mal weitersehen und dieses Fort erkunden. Also, bis denne!